Hallo zusammen. Nehmt euch heute Zeit, euer Lieblingsbuch hervorzuholen, die erste Seite zu lesen und zu schauen, welche Bilder in eurem Kopf entstehen. Nun nehmt ihr einen Stift und bringt euer Kopfkino zu Papier. Zeichnet drauf los, das muss nicht besonders schön sein. Lasst euren Stift am besten nicht vom Kopf, sondern von Herz und Bauch lenken. Ihr könnt euch natürlich gegenseitig vorlesen und zeichnen. Wir probieren das mal aus. Auf der Welt gibt es 750.000 Burgen. Wenn du davon alle Ruinen, alle verfallenen Burgen, alle leerstehenden Burgen abziehst, bleiben 3.512 Burgen, in denen wirklich jemand wohnt. Und nur eine dieser Burgen, also ich meine wirklich eine einzige, wird nur von Kindern bewohnt. Willkommen auf Schloss Pfefferburg. Schloss Pfefferburg liegt auf dem höchsten Punkt der käsigen Alp. Früh am Morgen, wenn die Burg noch schläft, sich der Nebel über der Alp langsam lichtet, sieht das Land tatsächlich wie ein riesiger Käse aus. Durch viele kleine Käselöcher sind Gipfel, Wälder und die Kirchturmspitze des nahen Dorfes zu sehen. Lasst uns das gleich nochmal ausprobieren. Gleiche Geschichte, anderes Kopfkino. Auf der Welt gibt es 750.000 Burgen. Wenn du davon alle Ruinen, alle verfallenen Burgen und alle leerstehenden Burgen abziehst, bleiben 3.512 Burgen, in denen wirklich jemand wohnt. Und nur eine dieser Burgen, ich meine wirklich eine einzige, wird nur von Kindern bewohnt. Willkommen auf Schloss Pfefferburg. Schloss Pfefferburg liegt auf dem höchsten Punkt der käsigen Alp. Früh am Morgen, wenn die Burg noch schläft und sich der Nebel über der Alp langsam lichtet, sieht das Land tatsächlich wie ein riesiger Käse aus. Durch viele kleine Käselöcher sind Gipfelwälder und die Kirchturmspitze des nahen Dorfes zu sehen. Danke an meine kleinen Vorleser und an euch fürs Zuschauen. Mein Name ist Thilo Schneider. Ich bin Designer und Dozent und gerne als Reisezeichner unterwegs. Macht doch einfach mal mit bei einem meiner Kurse, zum Beispiel an der Münchner Volkshochschule. Bis dann und viel Spaß beim Ausprobieren dieser Übungen.